Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier mitten in der Natur. Heute, schönen Gruß an Benny, also an der Stelle. Heute das lang ersehnte Video über das Outdoor-Messer von wolfgangs.de. Kommt beim Unboxing, hatte ich übrigens Unboxing, heißt bei mir jetzt Jabo, yet another box opening. Köln-Bonner Flughafen. Kommt in diesem Feststellchen, das mit so einem Magnetverschluss. Ja. Schöne Präsentationsbox. Also ich sag mal so, Weihnachten steht vor der Tür. Ja. Und liebe Frauen, wenn ihr noch nichts habt. Eine Karte mit einem Dankeschön und der Bitte etwas zu, ja, wenn ihr das gekauft habt, zu liken oder eine kleine Bewertung abzugeben. Ich sag mal, für den Preis. Kein Problem. Übrigens, Link ist in der Videobeschreibung. Also hier unten drunter, da ist so ein kleines Pfeilchen. Das klickt ihr an und dann kommt ihr in die Videobeschreibung. Da findet ihr dann den Link zum Messer. So, also wie gesagt, kommt in diesem Schächtelchen. Hier haben wir schön in so einen Schaumstoff. Toll gemacht. Fällt mir sehr gut. Legen wir mal auf Seite. Dann haben wir hier das Messer. Na? Die Scheide ist Kydex, hat einen Techlock-Verschluss, ja, öffnen, einschlaufen in den Gürtel und fertig ist die Lauge. Kann man auch kann man hochkant oder auch quer tragen, Scout-Style, vielleicht zum Beispiel hier vorne so am Gürtel, ja, so dass ihr es im Prinzip so tragt. Ja. Weil wenn ihr es hochkant habt, dann ist es doch... Ich steht schon sehr weit hoch, ist nicht so meins, aber dafür hat der liebe Gott den Scout-Style-Träger erfunden. Ja? Also, und der lässt sich dann auch verriegeln, so dass es also nicht mehr aufgeht, wenn er dafür nicht drankommt. Bleiben wir bei der Scheide. In der Scheide integriert ist ein Kompass, eine Notfallpfeife und, mal gucken, ob ich es jetzt richtig aufmache, nein, natürlich nicht. Zündstahl. Cool. Ja? Und schlägt auch ordentlich Funken. Was ist das für Funke, Mariechen? Ja? Und die ist laut. So, auch aus Kydex gemacht. Hier unten seht ihr so eine kleine Einbuchtung. Da arretiert das dann, dass es halt nicht durchrutscht. Ihr könntet das natürlich auch tiefer reinschieben, aber arretiert und es ist gut. Ja. So, dann kommen wir zum Messer selber. Wir haben schwarzes G10 D2 Full Tang Hohlschliff. Zweite, eine kleine Fehlschärfe. Nein, eine Sekundärphase. Sieht so ein bisschen aus wie eine Harpune. Finde ich aber geil. Logo von Wolfgangs. Jimping mit einer kleinen Daumenrampe. Ja. Und hier, das ist wohl Design. Keine Ahnung. Aber nicht hässlich. So, dann nehmen wir uns nochmal ein Stück Holz vor. Und wird das einer genannt? Die Stielgranate. Einfach nur ein Baton. Ja. Noch Fragen, Kienzle? Nein? Gut. So, jetzt nehmen wir uns ein etwas dickeres Stück Holz. Ja? Gut? Gut. Gut. Wir haben hier auch übrigens ein kleines
Lanyard dran, sodass wir choppen können. Obwohl choppen ist nicht so meins. Ich halte das für relativ unkontrolliert. Aber mit dem Ding kannst du auch prima choppen. Choppen. Beißt sich sehr, sehr ordentlich ins Holz rein. Ja. Die zwei sagte ich ja, die hatte doch, ich glaube, 59 Rockwell. Ja, die zwei ist wohl das neue 440C. Mal gucken, ob jetzt nach der Beanspruchung, ob irgendwas dran ist. Aber nein, ich sag ganz klar, das war mir von vornherein bekannt. Ja. So, gehen wir jetzt mal zu unserem Review-Kit. Ja? Vanquest, Tools for Gents. Das Allergeilste ist echt, dass man das Ding hier zumachen kann. Verschließen, so kannst du deine 42, nicht 42 konformen. Oh, siehst du, ich habe mein externes Mikro gar nicht dran. So kannst du deine Sachen einfach transportieren, ohne Angst zu haben. Ja? So, nochmal hier vorne am Jimping, 4,7. Hier vorne dann an dem Hugel hier, 4,4. Und kurz vor der Phase sind wir bei 0,4 mm. Und dann geht das auf die Phase drauf. Gut. Alte Kokswaage. Und off. 229 Gramm, 0,3, wen juckt's? So, 367 Gramm, das ist jetzt Endpunkt. 370 Gramm, das ist schon eine Macht am Gürtel. Wenn ihr das jetzt noch genau wissen wollt, der Kamerad, der wiegt 26,7 Gramm. Cool. So, rubbel die Katz. Übrigens, Drainage Hole, weil es da Wasser reinläuft. Messer ist geil. Tut, was es soll, kostet nicht viel. Preis habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, ist mir aber auch zur Verfügung gestellt worden, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich packe den Link zu dem Messer auf Wolfgangs Shop in die Videobeschreibung. Da unten, da ist der Pfeil, da geht dann die Videobeschreibung auf, die Description Box. Aber auch für die Leute, die lieber über Amazon bestellen möchten. Und dann, ja, Fazit. Meiner Meinung nach ist das Bestnote. Ja? Volle 10 von 10. Preis-Leistung tipptopp. Verarbeitung tipptopp. Keine Hotspots. Lanyard als Zugabe. Das ist eigentlich im Prinzip ist das ein Survival-Messer. Ja? Er nennt es Outdoor-Messer. Ich sage Survival. Wolfgangs Survival. Bestnote. 10 von 10 Punkten. Ich sage danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss, Mario. Schwenkt den Hut. Tschüss, ab und schwenkt die. Hab. Genau. Tschüssle. Schöne Grüße an Benny.